Und ich kann ein zweites Mal beim Wiener Bürgermeister anschließen. Wien steht gut da. Ich denke mir, und über das wird ja bei aller Dramatik kaum gesprochen, Österreich steht an sich auch ganz gut da. Wir sind bis jetzt ganz gut durch die Krise gekommen. Wir sind, wenn Sie sich die Mitgliedsländer der Europäischen Union anschauen, im ersten Drittel die Länder rund um uns, manche stärker, manche weniger stark, haben ganz andere Zahlen. Und das muss schon einmal auch gesagt werden, dass ich hier dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz und damit der Bundesregierung für mutige und entschlossene Schritte sehr herzlich danken möchte. Aber wir dürfen das, was wir haben, nicht nur nicht aufs Spiel setzen. Wir müssen schauen, dass wir die Krise miteinander auch in Zukunft bewältigen. Sie verstehen es nicht falsch, wenn ich sage, auch in meiner Generation, möglicherweise bin ich der Älteste hier anwesend, hat es eine solche große Herausforderung, eine solche Krise noch nie gegeben. Aber bitte bleiben wir in der Sprache korrekt. Es ist keine Not. Not haben unsere Eltern und Großeltern erlebt in den Kriegstagen nach dem Krieg, wo es Hungersnot gegeben hat, wo sich die Menschen alles vom Mund absparen haben müssen, wo die Mütter nicht gewusst haben oder die Frauen, ob die Männer vom Krieg zurückkehren. Jetzt haben wir eine große Krise, die wir in der Summe ganz gut bis jetzt gemeistert haben. Wir haben meines Erachtens eines der besten Kurzarbeitsmodelle. Wir können die Arbeitslosen durchtragen. Es ist die soziale Ordnung nicht so aus dem Lot geraten, dass wir befürchten müssten, dass es hier einen Zusammenbruch gibt. Aber die Frage ist immer, wie lange wir uns so etwas leisten können. Die Virusmutation ist eingetroffen. Kein Mensch weiß, wie sie zuschlägt. Aber alle sagen uns, sie wird zuschlagen und daher müssen wir gewappnet sein. Für mich ist ganz wichtig, dass wir auf die Expertise hören. Wir waren ja gestern über Anregung des Wiener Bürgermeisters dabei, wie die Bundesregierung mit den Experten das Gespräch gehabt hat. Und wenn die uns sagen, jetzt noch nicht öffnen, es wäre der falsche Zeitpunkt, dann denke ich, sollten wir als politisch Verantwortliche, ich weiß, am Ende sind immer wir schuld, dazu sind wir auch gewählt, auf das wirklich hören. Und daher gibt es keine Alternative dazu, dass der Lockdown verlängert wird, wenn Sie mich fragen, moderat verlängert wird. Und gibt es keine Alternative dazu, dass wir das tun, was der Bundeskanzler und der Herr Gesundheitsminister in der Summe angekündigt haben. Denn wir befinden uns jetzt in einem Wettlauf, Impfung gegen Virus. Und da müssen wir Zeit gewinnen. Ich bin schon sehr besorgt, und das ist kein Widerspruch zu dem, was ich eingangs gesagt habe, über die Lage, weil ich bei etlichen Bevölkerungsschichten den Eindruck habe, dass der Ernst der Lage nicht wirklich erkannt wird. Und ich habe persönlich immer eine große Sorge, ich sage nicht Angst, wie packen wir das, wenn Gröberes passiert in den Spitälern? Wir haben doch bisher im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Intensivbetten so gestalten können, dass wir nie vor der Frage waren, ob der 80-Jährige überhaupt noch behandelt wird. Und das ist für mich eine der Hauptfragen, ob Österreich erkrankte Menschen behandeln kann, egal welcher Alterskategorie. Da möchte ich mit keinem Land der Welt tauschen. Ja? Und daher denke ich mir, müssen wir jetzt das Richtige tun. Das Richtige tun ist nicht immer populär.
Ich habe das mit dem Franz Wobis, wenn Sie gestatten, dass ich das einflechte, bei der Gemeindestrukturreform erlebt. Da haben wir nur Widerstand gehabt. Heute fragen mich die Bürgermeister, warum habt ihr nicht mehr zusammengelegt? Das sind zum Teil diejenigen, die damals die Straße gewechselt haben, wenn sie mich erblickt haben. Wir müssen an das Land denken und nicht an die Klientel in Sektionen oder Bünden. Wir müssen, und auch nicht an Parteien, sondern wir müssen ans Land denken und das Richtige tun. Und ich möchte den Mund nicht zu voll nehmen, aber ich glaube schon, dass das, was Sie heute hier sehen und hören, ein beachtlicher Schulterschluss zwischen Bundesregierung und den Landeshauptleuten ist. Und das freut mich, denn wir sind nur gemeinsam stark. Wir können in dieser Zeit nur alles tun, damit der Zusammenhalt, der ein bisschen brüchig geworden ist nach dem ersten Lockdown, dass sich der wieder festigt. Hier sind vertrauensbildende Maßnahmen notwendig. Und dass am Freitag im Palais Niederösterreich war keine Krisensitzung. Ich habe am Anfang des Jahres mit dem Herrn Bundeskanzler und dem Wiener Bürgermeister gesagt, setzen wir uns doch einmal zusammen zu einem Gespräch. Und das hat dann 5 Stunden gedauert. Zuerst die Landeshauptleute, dann mit dem Bundeskanzler, wo es ja nicht nur um Corona gegangen ist, sondern auch um die Fragen der Prioritäten des wirtschaftlichen Aufbaus nach Corona, wo es um Finanzierungsfragen gegangen ist, aber natürlich auch um die Corona-Epidemie, wo die Länder Verantwortung übernehmen. Und ich sage es noch einmal, es gibt keine Alternative zum Dialog, zum Zusammenhalt, zur Zusammenarbeit. Denn noch einmal, die Republik, die Länder sind wichtiger als die Partei. Daher ist die Zusammenarbeit das Um und Auf. Jeder von uns repräsentiert ein Land, aber wir alle arbeiten für Österreich. Und jetzt brauchen wir einen quasi Schulterschluss für eine Schutzimpfungssolidarität. Ich bin ja ziemlich geprügelt worden wegen meines Vorschlags damals. Ich wiederhole das Wort gar nicht. Aber es ist die Bereitschaft jetzt gestiegen, weil die Menschen sagen, das schützt mich. Und das müssen wir jetzt vorantreiben, in der Hoffnung, dass wir genug Impfdosen haben und dass wir sie dann verimpfen können. Da möchte ich mich gar nicht zu breitformig äußern, denn das ist immer ganz, ganz schwierig und auch ein Grat. Und da haben wir auch vereinbart, dass es keinerlei Wettbewerb unter den Ländern gibt, unter den Bundesländern. Auch das ist wichtig, weil man dann ja immer gefragt wird, warum machen die dies und warum macht sie das? Abschließend. Wir haben gestern als Landeshauptleute in der Konferenz mit der Bundesregierung vereinbart, insbesondere Thomas Stelzer und ich, dass wir die Semesterferien, Sie wissen, Niederösterreich und Wien, die sind ja in der ersten Woche dran, in der zweiten Woche vom 8. bis 14. Jänner sind es Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, 5 Länder und dann kämen wir vom 15. bis 21. Jetzt wollen wir nicht nach dem Lockdown die Kinder eine Woche in die Schule schicken und dann wieder herausnehmen zu den Semesterferien. Oberösterreich und die Steiermark haben vereinbart, dass wir mit den 5 Ländern zusammengehen und die Semesterferien vom 8. bis 14.01. stattfinden. Das bedeutet, dass man Verordnungen des Bildungsministers braucht. Das bedeutet, dass wir gesetzliche Änderungen in den Ländern brauchen. Die bringen wir in der Steiermark schon am Dienstag ein, um das zu ermöglichen. Zweiter Punkt zu den Ländern, das sage ich Ihnen hier auch ganz offen. Wir haben lange diskutiert über die Frage der Skigebiete. Tirol hat 50 Millionen Nächtigungen, Salzburg hat 25 Millionen Nächtigungen, dann kommt ja mal lang nichts. Dann kommen die, die sozusagen den Konkurrenztourismus haben und andere Formen des Tourismus. Aber für die ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Wir waren uns da nie ganz einig, da hat es Skeptiker gegeben. Aber wir haben auch gestern gesagt, wir werden jetzt aufgrund dieser zweiwöchigen
Veränderung des Lockdowns, Verlängerung des Lockdowns, nicht das alles wieder aufschnüren. Wir bleiben dabei, aber ich weiß, der Bundeskanzler hat mit dem Eislaufen und mit dem Skifahren nicht die größte Freude gehabt. Auch ich habe hier viele Reaktionen bekommen, warum darf mein Kind nicht in die Schule gehen, aber Skifahren geht. Wiewohl man ja auch hinzufügen muss, dort hat es ja kaum bis gar keine Infektionen gegeben und durch die Verordnung des Gesundheitsministers sind ja dort große Maßnahmen getroffen worden, die die Großen einhalten können und die Kleinen haben ohnehin gesperrt. Also, schöne Geschlossenheit heute, nicht im Sinne von zugesperrt, sondern im Sinne von vereint jetzt dieser großen Krise zu begegnen. Und wir haben gerade vorhin noch einmal auch ausgemacht, wir bleiben dabei jetzt, dass wir uns gut beraten, bevor wir das den Medien mitteilen, damit wir das, was es dann zu verkünden gibt, gemeinsam tun können, gemeinsam dahinterstehen, um das zu erleben, was der Bundeskanzler eingangs gesagt hat, dass wir wieder sozusagen in das normale Leben zurückkehren können. Dann werden wir Arbeit genug haben, um die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Ordnung zu bringen. Der Bundeskanzler nickt schon so oft, das heißt, ich rede zu lange. Danke.